Willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Ich habe auf dich gewartet. Aha. Aber Ripley ist zu... alles in diesem Town ist zu langweilig. Also werde ich mal sehen, wie powerful S51A jetzt ist. Sheldon. S51. Okay. Warum nicht? So, Snuff. Gib dein Bestes mit Water Pulse. Set Kopfstoß. Okay. Schade. Okay. Die hat schon mächtige Pokémon, muss ich schon zugeben. Bitte, bitte, bitte. Yes! Sehr gut. Gararevel. Das muss die höchste Entwicklung von Barevel sein. Kacke, es ist Snarf tot. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Gott, ist das hässlich. Nicht vor, ob ich das rausgenommen. Ew. Okay, Gamma Ray. Ja, warum solltest du auch auf mich hören, ne? Bist du das entwickelt, hä? Meinst du jetzt, dass, ja, auf dich hören? Pff, also bitte, nö, warum sollte ich? Geht doch. Klasse! Super Arbeit gemacht! Du warst der Beste! Okay, Nemo Neko. Meine alte Leech Seed Technik. Sollte nicht was bringen? Hä? Ich meine, es ist... Hast du den Gesteinstyp verloren? Moment. Es muss den Gesteinstyp verloren haben, weil Gamma Ray war nicht sehr effektiv. Und es ist nur auf Stahl-Pokémon nicht sehr effektiv. Das Ding hat keinen Stahltyp mehr. Es muss keinen Stahltyp mehr haben. Ich mache jetzt einen ultimativen Test. Es hat nicht mehr den Gesteinstyp. Das ist ein reines Stahl-Pokémon. Interessant. Naja, ich werde schon irgendwie tot kriegen, aber trotzdem, es ist interessant. So, Mega Drain? Nein! Oh, shit. Kann mich bitte jemanden töten? Klasse. Komm schon. Nimm mein Eco. Komm schon. So, nicht mehr viel. Please. Mach dir mal jetzt ein schnelles... Okay, den Wechsel verstehe ich nicht. Aber gut, wenn du es so willst. Ich will auch Antikraft können. Das ist eine Spezialattacke und Kometeor ist auf Spezialangriffe ausgelegt. Und das will ich auch können. Natürlich ein Super Potion.
Ich meine, wir können es auch anders sein. Aber dann heile ich mich halt auch wieder voll. Ist mir nicht egal. Warum hat er auf Kometia ausgewechselt? Das ergibt keinen Sinn. So, probieren wir das mit einem anderen Pokémon. Ach Mist. Okay. Bitte sehr was Gutes. Auch nichts effektiv. Schade, es muss wirklich ein Flugtyp sein. Reicht das? Nö, noch nicht. Okay. Vielleicht reicht es ja. Schade. Wäre so schön gewesen. Na schön. Okay. Ryuhara. Sehr gut. So. Fette Punkte. Truck. Truck 2. Was zum Teufel ist das? Ist das sein letztes? Okay. Ein Drachen-Pokémon. Ein starkes Drachen-Pokémon! Ein Drachen-Maschinen-Mega-Teil mit Speedboost. Na klasse, wie soll ich das Tor kriegen? Damit vielleicht? Das bekomme ich niemals tot. Kacke. Das liegt an dir, mein Starter, wie immer. Gott sei Dank, nicht sehr effektiv. So. Und der Speedboost, okay. Ich will das Ding haben, das sieht voll geil aus. Sicher ein Stahldrache. Swift Gear. Was ist denn das? Attack Rose. Oh Gott. Ja, das muss definitiv Stahldrache sein. Okay. Dragon Claw? Mittel Claw, nicht Dragon Claw. Oh Gott, das ist schon verdammt stark. So, da wird's alles gehen. Krass, okay. Bitte kein Trank. Oh Gott sei Dank. Dieser Kampf ist zu Ende. So, der Ekelsam sollte ihm den Rest geben. Gott sei Dank. Level 29. What? Wie?
Warum bist du so stark? Ich verstehe es nicht. Alles, was ich jeden Tag tue, ist trainieren und trainieren. Und jetzt kommt so ein kleines Kind wie du und macht mich platt. Naja. Du hast meinen Tag ein bisschen weniger langweilig gemacht. Ich werde dir das geben. Pixel Badge. Danke. Gyroball. Kacke. Kenn ich. Okay. Ah, das switcht alle in gerade Plätze. Okay. Wer bist du? Oh, hey, bist du Roxo? Gut, hör her. Da ist dieses Kind namens Terry oder something. Er hat sein Pokémon, glaube ich, verloren und es sieht so aus. Er sieht so aus, als ob er nach dir sucht. Kannst du nach ihm nachsehen, bitte? Er sieht ein bisschen zu jung aus für seinen, um es selbst zu machen. Er ist in deinem Town-Dingens. Er hat so seltsame Haare. Man sollte nicht verfehlen. Vielleicht solltest du deinen Pokémon heilen und dann nach ihm sehen. Okay. Ja, Pokémon heilen ist keine schlechte Idee. Machen wir jetzt einfach mal. Ich meine, es ist zwar ein wenig Luxus, aber kann man immer tun. Puh, ich will den Drachen haben. Wo gibt's den? Pokédex? Ich habe ihn gesehen, Tractor. Da unten. Okay, wo sind wir? Eigentlich? Hier. In Upville Town. Jetzt kommen wir dann da runter. Naturreservat, Legend Town und dann gibt es das hier. In der Victory Road. Alles klar. Ich speichere mal kurz. Wenn uns der Kleine auch noch kämpfen will, es kann ja mal sein, dass wir gegen ihn verlieren. Vielleicht. Pokémon. Ist jemand noch ein Level höher? Ja. Okay, gut. Machen wir das kurz so. Und weiter geht's. Warst du vorher auch schon da? Hi, Kleiner. Hast du den Gym-Bad schon, hä? Huh? Ich hab's versucht, aber die Pokémon waren zu stark für mich. Das ist nicht fair. Ich will ein guter Pokémon-Trainer sein. Ich arbeite so hart und trainiere immer wieder. Und dann gewinnst du immer wieder. Du denkst nur, dass ich ein weinerliches Kind bin, oder? Ja. Ich bin's nicht. Ich bin nicht nur ein Kind. Wieso will mich jemand... Jeder... I want everyone to stop treating. Warum hört niemand auf, mich einfach so zu ärgern? Aber ich werde weiterkämpfen. Dad, ich vermisse dich. Wohin bist du gegangen? Warum ist Dads Power Plant Hefter explodiert, Dad? Du hast mir gesagt, dass ich stark sein soll. Aber dann, warum hast du mich den Gang gerufen? Wo bist du denn? Oh Gott, er war auf der Insel. Fuck. Warum bist du vermisst gegangen? Ich brauche dich. Radioaktivität? Hast du das gehört? Hast du wie ein Erdbeben oder so? Nein, kann es sein? Ich habe Sirenen gehört. Was ist passiert? Das kann nicht sein. Schon wieder eine Explosion? Ihr Kinder. Es ist ein Notfall. Wir müssen die ganze Stadt evakuieren. Los, Staraptor. Staraptor ist mein Partner-Pokémon von der Almia-Region. Es ist ein sehr starker Flieger. So, ich kann euch alle mitnehmen nach Legend Town, wo wir sicher sind. Los! Was ist los? Ich kann es nicht erklären. Jetzt gehen wir. Oh Gott. Das ist nicht wahr. Das kann nicht sein. Noch einen nuklearer Schwenk,
Meltdown. Ich weiß nicht, was Meltdown heißt. Krass. Ihr seid safe. Danke, Arceus. Verfolgt mir. Gott, was geht denn hier ab, Mann? Also, kann jeder mich hören? Okay, gut. Wir sind in der Mitte einer Krise. Weil wir es Tano noch nie war. Ja, wir haben es vorbeigesehen. Die nukleare Powerpflanze Zeta hat auch ein Meltdown erlitten. Jetzt, wo wir sprechen, kann die Radioaktivität durch Route 8 und Winnerville gehen. Es ist ziemlich harmlos, wir alles leben. Es ist nicht harmlos, glaube ich. Wir haben alle hier evakuiert. Was zum Teufel? Zwei Nuklear-Meltdowns in so kurzer Zeit. Was ist los? Das kann kein Unfall sein. Wir können jetzt noch nicht erklären, was passiert ist. Aber wir werden versuchen, jeden hier sicher zu behalten. Was ist wegen unserem Pokémon? Ja, saved unsere Pokémon. Und die, die in der Wildnis sind. Pokémon sind affected bei dieser Radiation. Die gehen alle verrückt, nicht? Das ist sehr schlimm. Ich habe immer noch ein Shiny dabei und das Vieh hört immer noch nicht auf mich. Please, bleibt ruhig. Hier in Legendtown seid ihr sicher. Aber geht nicht zu nah an die Fallout-Zone ran. Wir tun unser Bestes, um die Radiation zurückzuhalten. Wir werden... Wir werden jetzt die Subway Passages aufmachen, damit jeder seine Familie sehen kann, überall in der Region. Ein letztes Ding. Ich verstehe, dass ihr alle in Sorge uns seid und ihr habt Angst. Aber solange wir uns einander helfen, können wir das schaffen. Seht nach euren Kindern. Ein Ranger will kommen und euch Essen bringen und saubere Kleidung. Und alle, die hier Pokémon-Trainer sind, wir suchen nicht die Hilfe von Zivilen, aber wie ihr sehen könnt, wir sind mitten in einer Krise. Wenn jeder, der starke Pokémon hat, kann uns helfen, die nuklearen Pokémon zu besiegen. Und in Route 11, to the north, please. Alle Kinder von Pokémon, like Steel-Types, are more effective. Hast du gerade Stahl-Pokémon gesagt? Ich bin vielleicht ein Idiot, aber... ich war vielleicht ein Idiot zuerst, aber... Ich hasse Winnerville und jeder, der drin ist, aber die Wahrheit ist, ich liebe diesen Platz in meinem Herz. Ich habe es nur noch nicht realisiert bis jetzt. Jetzt ist meine Chance, dass ich auch für Winnerville da bin. Ich werde euch helfen, Ranger. Hey, wir und Roxy, wir sind auch Trainer. Wir haben den Gym Badge auch. Du bist nur ein Kind. Sorry, aber du... Ich will dich nicht da rein mit einziehen. Geh zu deinen Kindern, Kiddo. Eigentlich, ich kann sagen, dass Roxy ein guter Trainer ist. So, die werden stark genug sein. Die waren so stark genug, um meine Gym zu besiegen. Was ist mit mir? Ich bin ein guter Trainer. Ich werde... lass mich helfen. Ich will helfen. Kid. Ich bin kein Kind. Ach, kleines Kind. Nicht weinen. Naja. Trotzdem. Roxy war der Name. Was Sheldon sagt, ist, dass Sheldon sagt, richtig. Wir brauchen wieder eine Hilfe. Komm bitte zur Route 11 im Norden. Wir machen sicher, dass Pokémon nicht die Stadt betreten. Ja gut, okay. Krass, das hat gerade den ganzen Part angenommen. Soll ich mal mit allen reden? Vielleicht bekomme ich ja noch was. Und ich habe Hunger. Ich habe echt Hunger. Verdammt, ich glaube, ich mache mir heute mal eine Aufnahmepause hinten. Obwohl es gerade ziemlich spannend wird. Aber was soll man machen? Pff,
Okay, hier ist nichts mehr. Gut, Leute, bevor ich jetzt da hochgehe, ich finde es auch selbst spannend. Also, ich werde für heute mal aufhören. Bis zum nächsten Mal, haut raus. Ciao.